Alexander Xoma von Choeus, Sprachforscher, 1815 bis 1818, Wenderlandstraße 31. Sándor Xoma. Sándor Choeursi Xoma, geboren am 27. März 1784 in Covasna, Siebenbürgen, gestorben am 11. April 1842 in Darjeeling, Indien, auch Alexander Xoma de Choeurs, war ein ungarischer Forschungsreisender, der als Begründer der Tibetologie gilt. Er widmete die meiste Zeit seines Lebens der Erforschung der Herkunft des ungarischen Volkes. Xoma, ein Székler, studierte von 1812 bis 1815 Theologie und Philologie in Nagyenyed und von 1816 bis 1818 in Göttingen unter Johann Gottfried Eichhorn orientalische Sprachen. Dort kam er mit Johann Friedrich Blumenbach in Kontakt. Dieser vertrat die These, dass die Magyaren die Nachfahren der türkischen Uiguren wären. Von dieser Idee beseelt, reiste Xoma nach Asien, um die Herkunft des ungarischen Volkes zu erforschen. Xoma, der fließend Armenisch sprach, brach 1821 mit einer Karawane als Armenier verkleidet von Khorasan auf und gelangte über Bagdad, Teheran, Bukhara und Lahore nach Leh, der Hauptstadt Ladakhs. 1821 zog er sich als Schüler in ein buddhistisches Kloster am Sangskar, am Hindukusch, am Satluj zurück und widmete sich der Erlernung des Tibetischen und der Grundbegriffe des Buddhismus. Von 1827 bis 1834 weilte er als Stipendiat der britischen Regierung in Ladakh. Als Frucht seiner Studien publizierte er die erste wissenschaftlich gehaltene Grammatik, A Grammar of the Tibetan Language, und das erste tibetanische Wörterbuch, Essay Towards a Dictionary Tibetan and English. Durch diese Arbeiten, seine Analysis of the Kanji, die über die Grundlehren des Buddhismus, Kalkutta 1835, und seine kleineren Schriften gilt Xoma als Begründer der Tibetologie in Europa. Xomas Forschungen blieben auch dem Dalai Lama nicht verborgen. Als erster Europäer erhielt er vom 11. Dalai Lama eine Einladung in die Hauptstadt Lhasa. Xoma starb jedoch, bevor er die Reise antreten konnte, in Darjeeling am Fuß des Himalayas. Das Xoma-Archiv der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, das seine Werke und Werke über ihn aufbewahrt, wurde 2009 in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. Schriften: A Grammar of the Tibetan Language in English, Essay Towards a Dictionary Tibetan and English, Analysis of the Kanji.